Meridian hat wohl einen Algorithmus, der private Daten über Outcasts, ihre Freunde und ihre Familien enthüllen könnte. Da steht wohl demnächst ein Treffen an. Und Harui Ito hat uns beauftragt, das Ganze zu unterbinden. Ja, und damit herzlich willkommen zur Nebenmission Das Treffen. Zunächst sollen wir im Außenposten Red Weasel Nachforschungen anstrengen. Ja, und vielleicht hört ihr es noch ein bisschen hier und da. Ich bin immer noch nicht ganz fit, immer noch nicht ganz gesund. Aber es gab jetzt schon über 4 Wochen kein Video mehr. Ich glaube schon 5 Wochen lang oder so. Und ja, so langsam muss es mal wieder weitergehen, bevor hier mein Kanal noch irgendwie komplett vor die Hunde geht. Was wirklich sehr schade wäre, weil ich da echt einen Haufen Arbeit reingesteckt habe. So, schauen wir mal. Ah, hier hörst du es vielleicht im Hintergrund schon. Ich habe die Spielmusik mal komplett laut gestellt. Und werde mal keine eigene Musik mehr reinschneiden, nachher beim Bearbeiten. Und ja, dann schauen wir mal, ob die Musik dann das Ganze schön untermalt. Voice Attack habe ich natürlich vergessen zu starten, fällt mir gerade ein. Aber kein Problem, das kriegen wir auch so hin. So, legen wir uns mal dahin. Okay, dann den hier bitte und den Scharfschützen da oben. Dankeschön. Und ihn hier. Da ist ein Funker. Der darf auf keinen Fall Alarm schlagen. Ja. So. Nein, jetzt haut der ab. Na toll. Na gut, dann warten wir mal kurz. Da oben ist auch noch jemand, oder? Nee. Gut. Na prima. Ein ganz großes Kino. Ist der denn? Ist der wieder zurückgegangen auf seine Position oder? Ich kann hier nicht mehr hoch aus irgendeinem Grund. Ah, jetzt. Da ist er. Und? So. Ja, steht er hier natürlich blöd, aber dann schnappen wir uns den Funker direkt hinterher. So, und jetzt. Na ja, toll. Rock'n'Roll. Naja. Gegner, die uns noch nicht entdeckt haben, sind ja zum Glück mit 2 Treffern tot. Ein Treffer macht uns reich. Nein, nicht ganz. Ihr müsst schon öfters treffen, sei denn ihr trefft den Kopf. Oh, toll. Der Scharfschütze wird gleich schießen. Oh! Läuft ja gut. Ich denke, ich gebe mal den Feuerbefehl. Wo? Ah, da unten. Scharfschütze lebt immer noch, ne? Schon so lange kein Breakpoint mehr gespielt. Also vergib mir mein noch schlechteres Aim als sonst. Ich hatte zu Beginn meiner Krankheit erstmal Golem Island komplett abgeschlossen. Aber danach eigentlich nicht mehr gespielt. Noch 1-2 Mal kurz. Oh mein Gott. Aber ja, das ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her. Kommt mich bitte jemand wiederbeleben? Wäre sehr freundlich. Dankeschön, Fury. Ist schon besser. Ich habe die ganze Zeit
privat Metal Gear Solid gespielt. Ground Zeroes und 5. Meine Güte. Und jetzt will ich dauernd Steuerung gedrückt halten, um mich hinzulegen. Wie ich das bei Metal Gear eingestellt habe. Wie oft muss ich den denn noch treffen? Machen wir das Ganze mal so. Der geht mir langsam auf den Keks hier. Da ist noch einer. Sehr gut. Sniper abgeschossen. So, gut. Der Rest ist kein Problem. Ich stelle mal Vollauto und dann läuft das. Hoffentlich. Abgeknallt. Wir sind alle erledigt. Kommen jetzt zu dir. Oh, sehr gut. Alle erledigt, außer der Mörser. Und ich höre noch jemanden schreien, also doch noch nicht alle erledigt. Aber der Game Sense kommt schon wieder, mit der Zeit, denke ich. Ich glaube, das war's. So, wo ist denn jetzt dieser Meridian, den wir verhören sollen? Alter, Sullivan Blake sollen wir verhören, nicht Meridian. Meridian ist der mit dem Algorithmus. Okay, Sullivan. Wo zum Teufel stecken Meridians andere Deppen? Ich frage nicht zweimal. Sie müssen Apera und Ashcroft finden. Sie sind diejenigen, die die echten Daten schmuggeln. Sie koordinieren die ganze Geschichte. Und wo verstecken sich die Feiglinge, hä? Sie sind in Sentinels Landbasis westlich von Lake Roundabout in Sinking Country. Sagen Sie denen nicht, dass ich gesungen habe. Ich kann nichts versprechen, du Lusche. Lalala. Immer noch irgendwo einer. Alter. Ich hab immer noch jemanden gehört. Wer hat denn da noch gesprochen? Oh mein Gott, 11 Kilometer ist das weg? Nee, da laufen wir mal hin. Ganz zu Fuß. Magic of Editing. Und da sind wir auch schon fast. Oder ganz genau. Ja, wir sind auf jeden Fall den ganzen Weg gelaufen. Und nicht, haben uns nicht hin teleportiert. Ja, das ist ganz ehrlich so passiert. Ich hab da mal was eingebaut. Hab jetzt auch ein Soundboard. Das wollte ich unbedingt mal noch ja, zeigen. Piep. So, Dalli. Kann ich durch diese kleinen Löcher schießen? Kein Kontakt bisher. Trotzdem. Ich such weiter. Na gut. Könnte ich theoretisch, aber. Naja. Kann ich die beiden auch einfach per Synchronschuss ausschalten lassen? Simultanschuss? Nee, gut. Wäre auch ein bisschen zu einfach dann. Okay, also hier befinden sich Kevin Aparo und Fabian Ashcroft. Hier ist am wenigsten los. Da muss ein Nest sein. Was sind denn? Der eine ist da, wo ist der andere hin? So, der ist da. Ach, der andere ist hier im Gebäude drin, okay. Alles klar. Die kriegen wir aber beide. Ganz easy. Hallo. Ziemlich gut. Wow. Scan der Umgebung. So,
So geht das, ganz genau. Moin. Moin. Ärger im Anmarsch. Kommt der nächste? Sterben wir mal, sucht sie! Scheiße, feindliche Einheiten! Shit. Okay. Alles gut. Guck mal, wie haben wir denn da hinten? Wow, nice. Ich habe ihn gekriegt. Haha. Natürlich hätte ich jetzt beinahe noch versemmelt. Scanne das Einsatzgebiet. Oh, noch ein Scharfschütze. Ja, wechseln wir mal auf die Pistole. Der Echelon. Dann macht die Pistole gleich doppelt Sinn. Was treffe ich den ab? Oh, geht doch. Ich habe definitiv zu viel Metal Gear gespielt. Jetzt will ich auch noch E drücken, um irgendwo drüber zu klettern. Aber ansonsten vom Feeling her teilweise sind die beiden Spiele doch gar nicht so weit auseinander tatsächlich. Was mich etwas erstaunt hat. Ja auch. Scheiße, bereit! Ich glaube, wir sind nicht allein. Aufpassen. Eieiei. Wer sind sie? Ich bin ich und du? Bist du du? Also wenn du bist, dann... Oh, uns entgeht nichts. Gar nichts. Null. Aha, hallo. Nice, Ghost. Kampfdrohne unterwegs. Das schreit nach einer Granate. Stimmt. Sowas haben wir ja auch noch. Das sind Gegner, Leute. Und das war der Fabian Ashcroft. Hier unser Geld. Ja, so geht das. Ich schick's rüber. Was müssen wir jetzt noch machen? Oh, hallo. Laden nach. Informationen sammeln, alles klar. Verwaltungsgebäude. Sind wir da nicht schon? Ne, das ist das Gebäude nebendran. Gebäude, alles klar. Verwaltungsgebäude. So. Actionmusik ist vorbei. Aber die schreien noch. Ja, Fury. Perfektes Timing. Nomad, ich bin auch im Nachtzug. Ja, das ist schön für dich. So, Dalle. Haben wir's? Da, alles klar. Ich brauche nur Sichtkontakt, dann ist es vorbei. Und jetzt zur verlassenen Kaserne. Alles klar. 20 Kilometer ist ja noch weiter als vorhin.
Kommt raus, ihr Arschlöcher! Ich bin überlebt! Ich bin wirst du für deine Morde büßen! Die gehören nicht mehr! Ja, Lasse! So, wo ist der Commander, der hier war? Ah, der hat, den hat Vasili schon erledigt. Alles klar. Prima. Gut. Alles klar, wir sind aus der Basis raus. Und wenn der Kampf jetzt auch noch vorbei sein sollte, dann rennen wir nochmal schnell dahin. Wunderbar. So, noch 600 Meter. Können wir hier zufällig... Oh, halt. Was haben wir denn hier? Übernehmt ihr die beiden mal. Nur um sicher zu gehen. Feuer frei. Alle ausgeschaltet, Boss. Fallschirm? Solide ja. Arbeit. Fallschirm. Was? Mit dem Fallschirm geht das Ganze nämlich etwas schneller. Außerdem mag ich Fallschirmspringen in Ghost Recon. In Wildlands mochte ich es noch lieber, weil ich da meinen Fallschirm customizen konnte. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Ist das hier ein Wolf-Lager? Das sind Sentinel-Truppen. Und das ein Wolf. Nein, auch nicht. Aber ich höre doch Wolfs. Ja, Wolfs. Ach, das ist hier. Ja, hier hatten wir schon mal eine Nebenmission. Ich erinnere mich. Okay, gut. Wir wissen, wo der Kamerad ist, den wir töten sollen. Wir haben hier ein kleines Problem. Aber können wir eigentlich von hier aus ausschalten? Das war's. Das war Mark Meridian. Prima! Und jetzt zu Haruito. Na klar, warum auch nicht? Lustig ist, dass die Wolf-Basis, die wohl am schwersten sein sollte eigentlich, die einfachste war, weil wir da nicht mal rein mussten. Na gut. Hallo, Harui. Alles erledigt. Ich habe Meridian und seine Schläger für Sie erledigt. Danke, Nomad. Ich schulde Ihnen was. Sagen Sie den Outcasts, dass sie sorgsamer mit ihren Daten umgehen sollen. Wenn Sentinel es schon auf Sie abgesehen hat, müssen Sie ihnen nicht noch mehr Angriffsfläche bieten. Verstanden. Danke für den Vortrag. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, und das war die Nebenmission, das Treffen. Prima. Ja, noch eine Sache sei erwähnt, und zwar kommt jetzt diese Woche Freitag erstmal kein Tutorial. Also jetzt diese Woche erstmal nur ein Let's Play, vielleicht auch nächste Woche noch. Und dann sollte es vielleicht nochmal weitergehen mit Tutorials. Worauf ich zukünftig auch meinen Kanal, ja, mehr oder weniger fokussieren möchte. Denn Tutorials und News sind die Videos, die ihr sehen möchtet, und da möchte ich mich natürlich gerne dran halten. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.